Ja, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir waren in der letzten Episode bei der Wahl der Schwierigkeitsgrads stehen geblieben, der auf normal stehen bleibt. Und weiter geht's. Pausiere das Spiel, Leertaste, um deiner Gruppe Befehle zu erteilen. Du kannst für jedes Mitglied deiner Gruppe eine Aktion festlegen. Diese werden ausgeführt, sobald du das Spiel fortsetzt. Und wenn die Ladebildschirme allzu lang werden, schneide ich die natürlich auch raus. Denn wer will sich schon Ladebildschirme angucken? Dann lieber das Spiel. Und hier scheint es gerade ziemlich lang zu dauern. Dazu muss ich sagen, mein Gesamtsystem ist erstens nicht das allerbeste. Zweitens ein mobiles System, da ich mit einem Laptop aufzeichne. Und ja, deswegen Seit kannst du ab und zu Generationen mal. herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orlais das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslins mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orlais, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Ja, wir wurden unsanft vom Intro zur menschlichen adligen Herkunftsgeschichte unterbrochen. Ich wollte, glaube ich, sagen oder habe gesagt, dass mein System nicht das stärkste ist und es deswegen sein kann, dass die Ladebildschirme sich extrem in die Länge ziehen. Aber wie dem auch sei, jetzt unser erster Dialog. Gibt es einen Grund, warum ich hier bin? Gleichfalls, Alhau. Ist eure Familie hier, Alhau? Du brichst also erst morgen auf. Gibt es einen Grund, warum ich hier bin? Da dein Bruder unsere Truppen nach Süden führt und ich den Aal begleiten werde, bist du ab sofort für das Schloss verantwortlich. Ist das dein Ernst? Was bedeutet das? Ich tue mein Bestes, Vater. Was? Warum kann ich nicht mit dir und Ferguson in die Schlacht ziehen? Muss das wirklich sein? Wir fragen mal, warum wir nicht in die Schlacht ziehen Ich dürfen. bin sicher, du würdest dich mehr als bewähren. Aber ich möchte nicht deine Mutter erleben, wenn du in den Krieg ziehst. Wenn ich dich mitnehme, bringt sie mich um. Sie ist jetzt schon außer sich, weil Fergus und ich gehen. Lass mich mit ihr reden, ich kann sie umstimmen. Wenn du mich nicht mitnimmst, bringe ich dich um. Das ist ungerecht, ich will kämpfen. Also gut, ich werde tun, was du verlangst. Das ist ungerecht, ich will kämpfen. Deine Zeit kommt noch früh genug. Das ist keine sinnlose Aufgabe. Ich lade eine große Verantwortung auf dich. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Taryn Kusland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, Eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Leck. Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Sie sind ein ordenmächtiger Krieger.
Sie haben vor langer Zeit die dunkle Brut besiegt. Er meinte, sie wäre nur noch ein kleiner, unbedeutender Orden. Hätte er das tun sollen? Sie haben vor langer Zeit die dunkle Brut leider besiegt. Leider nicht endgültig, fürchte ich. Hätten sie uns nicht vor dem Erstarken der dunklen Brut gewarnt, wäre wohl das halbe Land überrannt worden, bevor wir hätten reagieren können. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. So. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Der Gedanke gefällt mir, Vater. Warum sollte ich Ihnen nicht beitreten? Ich möchte kein grauer Wächter werden. Vielleicht könnte ich so kämpfen. Warum sollte ich Ihnen nicht beitreten? Habt ihr die grauen Wächter nicht eben als Helden bezeichnet, alter Freund? Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Natürlich. Überanstrengt nicht meine Fähigkeiten. Dazu muss ich ja mal nicht hier sein, oder? Natürlich. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Wo ist Fergus? Willst du mich etwa loswerden? Aber ich möchte bleiben und mit Duncan reden. Aber ich habe noch so viel zu sagen. Aber ich möchte bleiben und mit Duncan reden. Das kann warten, bis wir weg sind. Wir müssen die Schlachtpläne für den Süden besprechen. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später. So, damit hätten wir unseren ersten Dialog hinter uns gebracht mit unserem Vater, mit dem guten Duncan, den wir aus dem Intro noch kennen, und mit Al Howe. Jetzt gucken wir uns an, was wir für eine Quest bekommen haben. Hier erstmal die Premium-Inhalte sind die Ingame-DLCs, da kümmern wir uns später drum. Jetzt erstmal väterliche Aufträge. Finde Fergus. Dein Vater, Taren Bryce Cousland, hat Al Howe und Al Howe wurden von König Caelan für die kommende Schlacht nach Ostagar beordert. Da sich Al Howes Truppen allerdings verspäten, sollst du deinem Bruder Fergus ausrichten, dass er schon vor deinem Vater nach Ostagar aufbrechen soll. Du findest Fergus vermutlich in seinen Gemächern, wo er sich von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet. Gut, suchen wir unseren Bruder. Achso, Kodexe haben wir in Dragon Age noch. Zu allem möglichen in Ferelden existenten Zeug. Zu Kreaturen, Gegenständen, Magie und Religion, Kultur und Geschichte, Charaktere, Bücher und Lieder, Notizen, Zauberkombinationen, Steuerung und die questbezogenen Kodexe. Also ich werde keinesfalls alle Kodexe vorlesen. Das sprengt den Rahmen des Let's Plays, denke ich. Dann sind wir am Ende wahrscheinlich... keine Ahnung, bei wie viel 100 Folgen. Auf jeden Fall die Questbezogenen werde ich vorlesen. Wenn wir denn welche haben. Die ein oder andere Notiz, weil die teilweise questrelevant sind. Und ich habe mir gedacht, dass ich am Ende des Spiels die Kodexe von den Hauptcharakteren vorlese. Einfach aus dem Grund, dass in den Kodexen dann niedergeschrieben ist, wie sich die Charaktere während des Spiels entwickelt haben, was passiert ist, etc. Und deswegen, wenn ich am Ende dran denke, werde ich sie vorlesen. Wenn ich nicht dran denke, erinnert ihr mich und ich lese sie trotzdem vor. Jetzt aber erstmal unsere ersten Schritte im Schloss. Wir gucken erstmal, ob wir hier im Raum schon irgendwas tun können. Nein. Das heißt, wir marschieren hier durch die Tür. Und können nach links, können geradeaus. Entscheiden spontan für links. Da seid ihr. Eure Mutter meinte, der Taren hätte euch zu sich gerufen. Da wollte ich nicht stören. Warum habt ihr mich gesucht? Seid mir gegrüßt, Sir Gilmore. Auch gut, angesichts Vaters Gesellschaft. Warum habt ihr mich gesucht? Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht.
Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. War der Hund wieder in der Speisekammer? Sie war meine Kinderfrau, bevor sie Köchin wurde. Nan verlässt uns nicht. Nan lässt nur Dampf ab. So war sie schon immer. Warum sucht ihr dann nach mir? Tut etwas. War der Hund wieder in der Speisekammer? Egal, was die Dienstmädchen machen. Er findet immer ein Schlupfloch. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrem Herrn. Jedem anderen beißen sie den Arm ab. Er würde nie jemanden verletzen. Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit dir macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? Ja. Also gut, auf zur Küche. Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. Gut. Und wir kommen hier zu meinem ersten Mod. Normalerweise sind Charaktere, die wir dazu bekommen, vorgeskillt. Ich habe einen Mod installiert, dass sie nicht vorgeskillt sind. Einfach aus dem Grund, weil man dann frei nach Sympathie entscheiden kann, welchen Charakter man mitnehmen möchte. Was ich sinnvoller finde, als wenn man einen vorgefertigten Charakter bekommt, dem irgendeine Fähigkeit fehlt, die man aber gerne hätte oder unbedingt braucht. Ja, und dann muss man einen anderen Charakter mitnehmen, den man aber irgendwie gar nicht leiden kann. Und aus diesem Grund kann ich jetzt bei jedem Charakter, den wir neu dazu bekommen, alle Punkte von vornherein neu verteilen. Und Sir Gilmore ist ein Level 2 Krieger. Für Krieger ist wichtig Stärke. Für Krieger ist wichtig Konstitution. Und dann kriegt er noch etwas in Geschicklichkeit, um die Trefferquote etwas zu erhöhen. Und noch Stärke für den Schaden. Ja, hier einfach Kampfausbildung. Und hier, das erste Kriegertalent. Training und harte Arbeit haben dem Krieger mehr Gesundheit verliehen und die Erschöpfung reduziert, die der Einsatz von Fähigkeiten kostet, wenn eine Rüstung getragen wird. Das. Dann war er, glaub, Waffen- und Schildkrieger. Das heißt, er kriegt noch die den Schildblock. Durch Kampftraining mit dem Schild wird der Schutz des Charakters erhöht. Gegner können dem Charakter auf der Schildseite nicht länger in die Seite fallen. Dann einen anhaltenden Modus, die Schildverteidigung. Ist dieser Modus aktiv, wechselt der Charakter in eine auf den Schild konzentrierte Verteidigungshaltung, die einen Bonus auf Verteidigung sowie eine erhöhte Chance, Geschossangriffen abzuwehren, gewährt. Im Gegenzug erleidet er einen Abzug auf Angriff, der jedoch durch Schildbalance reduziert werden kann. Der Verteidigungsbonus erhöht sich bei Schildkenntnis und noch weiter bei Schildbeherrschung. Und eine Attacke, der Schildschlag. Der Charakter schlägt mit seinem Schild auf den Gegner ein. Dabei verursacht er normalen Schaden und wirft das Ziel zu Boden, wenn es bei einer Prüfung der körperlichen Widerstandskraft scheitert. Schildbeherrschung verdoppelt den Stärkebonus für diesen Angriff. Und das war's. Und bevor wir uns jetzt in unserem Schloss Kuseland weiter bewegen und dabei in die Küche gehen und auf unseren Bruder treffen, machen wir hier einen kleinen Schnitt und sehen uns bei der nächsten Folge Dragon Age Origins. Ciao, ciao.